Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Rocket Edition. In der letzten Folge habe ich erfolgreich Dinge aus meinem eigenen Hauptquartier gestohlen. Naja, wir gehen jetzt mal und schauen, was uns da in dem Labor erwartet. Jetzt, wo ich alle Gegenstände zusammen habe, Leute, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Wo bin ich hier überhaupt? Wie bin ich hier überhaupt hingekommen? Hilfe. Hier hinten. Hier. Ah. Das macht Sinn. So. Auf Wiedersehen, altes Hauptquartier. Ab sofort gehen wir dafür nämlich nach Vertania City. Stand der schon immer hier rum? Ah. Ach so, okay. Nichts Wichtiges. Gut. Dann fliegen wir mal wieder zurück, würde ich sagen. Und schauen, was die so zu sagen haben. Ich bin echt gespannt, was jetzt passiert. So. Guten Tag, ich bin wieder hier. Leute. Ah, Miri, hast du alles geholt, was wir brauchen? Super. Ja, bitteschön. Viel Spaß damit. Hey, Leute, wir sind bereit für die Produktion. Okay. Ah, hört sich interessant an. Nun, es ist vollbracht. Ein schönes kleines Ding, nicht wahr? Nun, genug rumgealbert. Das werden wir jetzt tun. Hört gut zu. Das Pokémon, nach dem wir suchen? Es gibt nur eine Person auf der ganzen Welt, die weiß, wo sie ist. Und diese Person ist Shigeki. Ach, der mysteriöse Typ aus dem Labor, der auch bei Mewtwo mitgeholfen hat. Das ist richtig, Miri. Shigeki war der letzte Wissenschaftler von uns, der am Mewtwo-Projekt gearbeitet hat. Das Problem natürlich ist, niemand hat diesen Typ seit 10 Jahren... Warte, seit 10 Jahren hat niemand diesen Typ gesehen. Er könnte auch tot sein. Wir wissen einfach nicht weiter. Nun, wir sollten... Wie findet man einen alten, verschwundenen genetischen Wissenschaftler, ohne zu wissen, wo er ist? Irgendwelche Vorschläge? Mewtwo wüsste, wo er ist. Ah ja, oh, danke für diesen sinnvollen Vorschlag. Was? Gut gemacht, alter Mann. Und warum? Warum sollte man sich überhaupt noch weiter verstecken? Wenn wir unsere DNA zusammengelegt haben, wir fünf, um Mewtwo zu erschaffen, hat es eine Art von psychischem Band zwischen uns erschaffen. Ah. Wer weiß, wie es das geschafft hat. Aber es war ziemlich schnell klar, dass Mewtwo in der Lage war, unsere Gedanken und Emotionen sehr genau zu lesen. Oh. Selbst wenn wir weit weg waren, da war dieses ständige mentale Band zwischen uns fünf Wissenschaftlern und dem neugeborenen Pokémon. Ich vermute, dass es so auch schnell herausgefunden hat, dass wir es für den Krieg kreiert haben und warum es so schnell weggerannt ist. Nun, wer weiß, vielleicht hat das Band in den letzten Jahren nicht gelitten. Ich bin sicher, dass es das nicht hat. Aber wie auch immer, Mewtwo kann uns direkt zu Shigeki führen. Es muss wissen, wo er hingerannt ist vor einem Jahrzehnt. Aber Bill, wir reden über Mewtwo. Wie könnten wir... Ah, genau das, Fuji. Dankeschön. Miri, der Ball, den ich dir gerade gegeben habe, ist nichts mehr als ein mächtiger Pokéball. Es kann Mewtwo nicht einfach so fangen.
Aber weiß Mewtwo das? Vielleicht. Vielleicht nicht. Es. Okay. Okay, was auch immer. Wie auch immer, Miri. Von wegen Band, das ständig Gedanken lesen kann und er so, vielleicht weiß es das nicht, was ich dir gerade gesagt habe. Das macht Sinn. Gut, Miri, geh zur Azuria-Höhle und such Mewtwo. Nein, danke. Kämpfe dagegen und sorge dafür, dass es uns sagt, wo Shigeki sich versteckt. Du wirst ihm androhen, es zu fangen, wenn es uns nicht alles erzählt. Es hasst uns Menschen, aber es hasst es noch mehr, gefangen zu sein. Nun, du bist hier der stärkste Trainer, Miri. Und Mewtwo würde auch uns nie irgendetwas erzählen. Nicht mal, um sein Leben zu retten. Also behalte den Meisterball bei dir. Aber benutze ihn nicht. Heb ihn dir auf, für das Pokémon, hinter dem wir wirklich her sind. Nun dann, auf zur Azuria-Höhle. Dankeschön. Wir zählen auf dich, Miri. Ich weiß immer noch nicht, wie ich in das Ganze reingeraten bin. Plötzlich stand ich in dem Labor. Ich weiß nicht, was passiert ist. Und alle dachten, ich spiele mit. Ich hatte gar kein. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wie konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich wurde gezwungen. Naja. Na dann. Leute. Anscheinend suchen wir jetzt Mewtwo. Und dann bedrohen wir Mewtwo. Das macht Sinn. Oh je. Okay. Wie geht's eigentlich Rot? Das würde mich mal interessieren. Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Ach ja. Na gut. Na gut. Kann ja nur schief gehen. So. Surfer, let's go! Ich habe nicht mal ein Pokémon gegen Mewtwo. Das irgendwas. Keins. Also, das Mewtwo wird doch sicher Level 50 oder sowas sein. Meine Pokémon sind nicht Level 50. Wie viel war das Mewtwo in den Originalspielen? 70? 60? Irgendwas krasses jedenfalls. Irgendwas, was ich auch. Was will der denn hier? Das ist die Azuria-Höhle. Niemand darf ohne Genehmigung des Pokémon-Champs hier rein. Ja, was? Es interessiert mich nicht, was für Geschichten du mir hier auftischst. Regeln sind Regeln. Hey, ich sagte, bleib draußen. Ah, jetzt kämpfen wir uns erstmal den Weg frei, okay. Guten Tag, Cool Trainer. Ich meine, Ass-Trainer. Sind das die gleichen? Ist Cool Trainer ein Ass-Trainer? Ich weiß es nicht. Oh, ouch. Ah, jetzt fängt das gleich mit so einem Müll an. Ah. Oh, das hat gut Schaden gemacht. Und es ist verwirrt. Sollen wir auf Risiko spielen? Ich glaube besser nicht. Wir wechseln dann mal. Hi. Ah. Mal schauen. Oh, das hätte ich selbst. Na gut, dann hätte ich es auch mit Tauboga machen können. Egal. Geht auch so. Und tschüss. Mit meinem neuen Arcani das erste Mal gekämpft. Sehr schön. Ein Arbok. Da habe ich doch ein schönes Boden-Pokémon. Wir können uns schon mal aussuchen, welches Pokémon ich gleich von ihm klaue. Arbok jedenfalls nicht. Nee, nee. Oh, nervig. Vielleicht hat er noch ein krasseres Arcani als das, was ich habe. Aber vom Level ist er gar nicht so viel besser als ich. Ach, schön. Okay. Tschüss, Arbok. Weggecrittet. Trotz gesenktem Angriff. Das ist traurig. Parasekt. Okay. Oh. Na toll. Und Arcani kann nur physische Angriffe mit Feuer. Soweit ich das gesehen habe. Da freut sich der Sporenwirt von Parasekt. Ne. Ja, gut.
Vielleicht finden wir noch irgendwas, das gut für den Kampf gegen Mewtwo ist. Das wäre doch was. Ah, guckt euch das an. Ein Arcani. Das habe ich auch, lustigerweise. Aber es ist bestimmt stärker als meins, oder? Ich klaue einfach das bessere Arcani. Hier hat 39, das nehmen wir doch. Auch wenn das gemein ist für mein anderes Arcani. Bisher kann es die gleichen Attacken. Das wäre traurig, wenn das genauso schlechte Attacken hätte. Ach hey, ich mache ja gar keinen Schaden, okay. Aber es hat natürlich auch wieder Angriff gesenkt. Sonst wäre es jetzt wahrscheinlich down. So wie ich Knogger kenne, geht seine Attacke jetzt erstmal daneben. Nein, feines Knogger, okay. Ausnahmsweise. Okay, dann klauen wir doch einfach das Arcani. Das passt. Das ist für mich okay. Ja, ich werde das bereuen. Ja. So, sehr schön. Level 39, das ist nicht schlecht. Ich glaube auch, das war das stärkste Pokémon, das er vom Level hatte. Sie haben mich hier für deine eigene Sicherheit hingestellt, weißt du? Die Dinger da drin werden dich einfach fertig machen. Das ist dann aber deine Schuld. Ja. Das ist nicht meine Schuld, ich habe gar keine Wahl. So. Nochmal ins Pokémon Center, das bessere Arcani holen. Und dann gehen wir in die gruselige Höhle. Yay! Das wird super. Leute, das wird richtig super. Wer freut sich darauf, wie ich von dem Mewtwo platt gemacht werde? Yay! So. Schlechteres Arcani. Schauen wir mal, welche Attacken das hat, das bessere Arcani. Hoffentlich bessere. Nein, das hat genau die gleichen Attacken. Perfekt. Guten Tag, einmal bitte heilen. Dankeschön. Ich habe gar keine Lust. Ich will nicht. Das hört sich nicht gut an. Warum muss ich in die Höhle und gegen Mewtwo kämpfen? Warum haben sie niemand anderen gefunden? Ich versteh's nicht. Was soll das? Los, Quapo. Auf geht's. Ja, schauen wir mal, welches Level die wilden Pokémon haben. Vielleicht sollte ich hier einfach Pokémon fangen. Die sind ja garantiert vom Level über mir. Zumindest normalerweise. Ich weiß nicht, ob sie hier die Level angepasst haben. Das könnte natürlich auch sein. Das fände ich gut, übrigens. Tja. Das Problem ist, ich war schon so lange nicht mehr hier. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ah, das ist mein Item, okay. Hier ist schon mal eine Sackgasse. Ja, gut. Weiter geht's. Ah, ein wildes Pokémon. Level wie viel? Ein Enthorn. Level 20. Damit komme ich klar. Das kann ich. Das halte ich aus, gegen so eins zu kämpfen. Oh, Item. Oh. Ich bekomme beunruhigend viele Heil-Items. Aber okay. Okay. Auch nicht schlecht. AP Plus, okay. Noch ein Item, ein Nugget. Ach hey. Oh ja, da geht schon mal nicht lang. Ne, hier auch nicht, okay. Man muss ja schauen, ob es irgendwo Items gibt. So. Dann unten rechts. Ach ja, hier ist noch ein Item für mich. Ein Max-Elixier, auch nicht schlecht. Ich sehe irgendwo ein Item. Ja, sehr schön. Die bereiten mich vor auf Mewtwo, habe ich das Gefühl. Hier, nimm das Heil-Item und das Heil-Item. Gar nicht beunruhigend. Golbat, Level 35, krass. Okay. Das ist ungut.
What the f... Hat das... Hat das ernsthaft gerade Tauboga mit Akrobatik one-hitted? Tauboga, ich bin enttäuscht. Und zwar nicht nur ein bisschen. Okay. Na toll. Woher soll ich denn wissen, welcher Weg der richtige ist? Ah, ich habe das Gefühl, ich laufe ja einmal im Kreis. Ach nee, hier ist was. So. Gar nicht verwirrend. Ah, ein Ditto. Wir sind richtig. Irgendwo hier muss ein Mewtwo sein, wenn hier seine Ditto rumrennen. Leute, ich würde aber sagen, wir beenden hier die heutige Folge und morgen... Morgen seht ihr, wie ich von einem Ditto fertig gemacht werde. Bis dahin, macht es gut und tschüss.